Hallo, ich freue mich, dass du oder ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Hier ist mein Kanal, Billys Welt, der vielseitige Kanal, wo immer wieder andere Dinge gezeigt werden, die mich gerade beschäftigen, die vielleicht auch andere beschäftigen und wo ich Anregungen geben möchte. Und heute geht es um einen Top, denn das Wetter ist wechselhaft, also sollte auch unsere Kleidung wechselhaft sein. Möglichkeiten bieten und wie ich das gemacht habe, seht ihr jetzt. Habe einen Top meiner Wahl benutzt, ein fertiges, und habe hier den Schnitt einfach abgenommen, abgezeichnet, aufgelegt auf Baumwollstoff, dünnen Baumwollstoff, das ist etwas dünn gewordenes Bettlaken, was ich dafür nehme, und zeichne das mit Bleistift auf. Den Schnitt habe ich auch beschriftet. Das ist die hintere Seite. Und hier schneide ich mir das T-Shirt im Bruch zu. Gebe hier unten 4 cm oder 4,5 cm für den Saum noch zu, damit das ein breiter Saum wird. Das habe ich hier im Bruch, schneide ich das zu. Das ist vorn rund geschnitten. Ich werde das als längste Zugabe für den Rand benutzen und das mit Bleistift anzeichnen. Und mit einer knappen Nahtzugabe zuschneiden. Jetzt stecke ich mir das Vorderteil und das hintere Teil zusammen und mache das mit einem einfachen Geradstich, nähe das zusammen, damit ich das nochmal anprobieren kann. Wenn das dann klappt, nähe ich das dann mit einem Stretchstich. Ich habe hier noch eine ältere Nähmaschine, aber die ist super immer noch. Und ich bin begeistert. Einen geraden habe ich zum Heften genommen, einen geraden Stich. Zum Zusammennähen mache ich jetzt einen Stretchstich. Der näht auf einer Stelle dreimal. Und diesen Stretchstich nehme ich dann zum Versäubern. Da brauche ich hier bloß das Rad zu ändern. Da sind innen zwei Musterräder und da schiebe ich das dann auf das andere Musterrad. Eigentlich ganz simpel, aber die Wirkung ist völlig ausreichend bei dieser Maschine. Das haben bestimmt auch neuere, die da ähnliche Stiche haben oder die gleichen sogar. Vielleicht andere Einstellungen, um die Stiche zu erreichen. Jetzt habe ich die Nähte ausgeführt und auch versäubert. Das sieht dann so aus. Und das ist der untere Rand. Die Naht kippe ich hier nach hinten und stecke mir das jetzt so ab. Für den Ausschnitt habe ich 3,5 cm
also 3,5 cm Streifen geschnitten. In etwa in Ausschnittlänge, kann auch etwas geringer sein, damit der auch wirklich nach innen fällt und dann nicht nach oben steht. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange von der linken Seite an, links auf rechts, damit ich das hier rumkippen kann und hier dann eine Stecknaht auf der rechten Seite ordentlich ausführen kann. Oder ich fange auf der rechten Seite an, mache hier rechts auf rechts und kippe das nach der linken Seite. Die Seite kann man auch manchmal offen lassen, aber nicht vergessen, die dann vorneweg zu versäubern. Und es kommt auf den Stoff drauf an, näht das hier im Nahtschatten an. Ja. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, dass ich das nach innen, rechts auf links und dann nach außen auf die rechte Seite kippe. Das mache ich jetzt bei den Ausschnitt und bei den Ärmeln. Damit beim Nähen, bei den Anfang, nicht die Nadel den weichen Stoff hier in den Schlitz reinschiebt, macht es sich gut, wenn man den Faden hinten etwas festhält und rauszieht, sodass das nicht erst runterrutscht. Ganz schnell und es schiebt ein dickes Nubbel hier unten rein und man bekommt es nur rausgeschnitten. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Und wenn ein Stück Stoff fehlt, dann habe ich das gesteckt und ihr seht, dass das hier leicht nach innen gehen kann. Also nicht zu sehr, sonst wird der Ausschnitt dann wesentlich kleiner. Nur ganz leicht einhalten. Jetzt ist die Naht hier ausgeführt mit einem Stretchstich geradeaus und ich kippe das Bündchen von innen nach außen auf die rechte Seite, stecke das hier ganz genau bündig mit der Naht hier an. Und falls man sich nicht so sicher ist, ich bin mir auch nicht bei jedem Stoff so sicher, ob ich das immer so mit der Naht hinbekomme, kann man das auch mit der Hand machen. Ich habe hier rechts auf rechts und dann nach innen gekippt und nähe die innen mit der Hand mit einem kleinen verdeckten Stich an. Habe das angesteckt erst. Aufpassen, dass der Stich dann auf der anderen Seite nicht zu sehen ist. Ich steche hier in die Naht. Das ist dann dick genug. Und nach Möglichkeit immer etwas zurückstechen, nicht zu viel, so dass die Naht dehnbar bleibt. Ja,
und das mache ich jetzt rundherum. Und so sieht das fertige Top aus. Ja, die Hose drückt ein bisschen durch, weil das sehr dünner Stoff ist. Passend dazu habe ich noch eine Maske gemacht. Wie soll es auch anders sein? Und diese Bluse. Also die habe ich nicht selber gemacht, aber die hatte ich. Die hatte ich da und wollte ein passendes Top dazu. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe da einen Stoff gesucht und auch gefunden für diese Bluse. Und das ist das Resultat mit dem Spitzenausschnitt und den kleinen Sternchen. Die Schultern sind etwas breiter diesmal gewählt. Ist ein etwas abgewandter Schnitt gewesen, von den anderen etwas anders. Ein Mittelding zwischen zwei Schnitten. Der eine war vorhanden, hatte ich mal aus einer Zeitung, und den anderen von einem fertigen T-Shirt einfach abgenommen. Und wenn euch solche Videos gefallen haben, würde ich mich freuen über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Freut mich auch, bringt meinen Kanal vorwärts und ich weiß, was ihr sehen wollt. Ich drehe zwar trotzdem die Dinge, die mich eigentlich auch beschäftigen und vielleicht diesen und jenen auch, aber ich freue mich trotzdem über einen Kommentar, lese auf alle und versuche auch alle zu beantworten und freue mich über neue Abonnenten natürlich. Glocke abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.